So, Margok, wo haben wir dich denn? Da hinten haben wir dich. Das ist ja. Muss ich ja noch hinlaufen. Guten Tag. Das ist mein Schiff. Glaubt ihr, dass ihr so einfach eindringen könnt und lebendig wieder herauskommt? Ja, so habe ich mir das vorgestellt. Ja, keine Möglichkeiten, uns hinter irgendwas zu verstecken. Los, auf die Beine! So. Der Magog, der kann ja nicht einfach überleben. Doch könnt ihr fliehen! Nee, mache ich aber nicht. Blade besiegt ihr niemals! Also ich sehe das ein bisschen anders. Nein. Also eher siehst du wie geliefert aus. Ich weiß nicht, wie ich auf die Idee komme. Kann ich nicht noch irgendwie für Fleisch ausbeuten oder sowas? Ich bin drin. Hier gibt es Dutzende von Comlog-Büchern. Hunderte. Ein Empfänger überall in der Galaxis. Ach Coruscant, so. Drumuncas, Corellia. Die Namen sind alle verschlüsselt, aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis ich den Code geknackt habe. Ich fange sofort an. Ja, mach mal. Gemacht. Ihr solltet euch schnell auf den Rückweg machen. Trotz allem, was wir gehört haben, könnten die Revaniter jeden Moment auftauchen, um ihren Verbündeten zu helfen. Darauf hoffe ich doch. Außerdem haben wir uns wohl eine kleine Feier verdient. Und ihr meintet, dass die Partyplanungen voreilig gewesen wären. Verzeiht mir meine angeborene Vorsicht. Ja, die angeborene Vorsicht, die war hier mal wieder viel am Platz. Ist der Gürtel für irgendwas gut? Nee, sieht ja nicht danach aus. Weil soll ich kehre zu Theron zurück. Ja, will ich doch mal zu Theron zurückkehren. Da muss ich hin. Das war doch, glaube ich, da, oder? Ich weiß es nicht. Ich kann das auf der Schnellreisekarte immer so schlecht abschätzen. So, dann gehen wir noch mal zum Theron wieder. Wo haben wir ihn denn? Westliche Gasse? Oh. Willkommen zurück. Ihr habt in der kurzen Zeit, in der ihr hier seid, mehr geleistet, als wir je gedacht hätten. Ihr könnt stolz auf euch sein. Ja, das Ich bin normalerweise ziemlich bescheiden. Aber diesmal gebe ich es zu. Ich bin sowas von großartig. Hui, ich stehe alle nur rum und reden. Du hast doch gesagt, es wäre eine Ich hatte Party. auch gesagt, dass wir auf dem Weg Deko dafür einkaufen sollten. Jetzt ist es eine fürchterliche Party und wir sind genauso schuld daran wie die anderen. Hallo, das Hacken der Novablade-Dateien geht nur langsam voran, aber ich konnte schon ein paar Hinweise zu dieser Flamme finden, von der Margok und Revan gesprochen haben. Aha. Sie ist auf jeden Fall die Anführerin einer Gruppe Mandalorianer hier auf Rishi. Sie waren Das mit ist den Revanitern natürlich. verbündet, haben aber dann die Verbindung abgebrochen. Und zwar nicht im Guten. Wenn wir die Flamme finden und zum Reden bringen, könnte sie uns wichtige Dinge verraten. Vielleicht kann sie uns sogar dabei helfen, die Revaniter anzugreifen. Naja, also so Mandos Diese darf man nicht Entität trauen. für Credits. Sie machen mehr Ärger, als sie wert sind.
Ich denke, es ist ein Risiko, das wir eingehen sollten. Meint ihr nicht? Sonst sitzen wir hier nur herum und warten, bis der Computer fertig ist. Das ist natürlich richtig. Die Flamme mit ihren Leuten eine eigene Insel, nicht weit von hier. Könntet ihr dorthin gehen und herausfinden, was sie zu sagen hat? Ich melde mich bei euch, sobald ich die Flamme gefunden habe. Gebt mir Bescheid, falls ihr noch etwas aus diesen Nova Blade-Dateien herausholt. Alles klar. Viel Glück. Und wollen wir was zu trinken, wenn diese Party muss dringend besser werden. Ja, wer ruft ihn jetzt schon wieder an? Na, wenn das nicht der Hund höchstpersönlich ist. Ich bin im Nirgendwo auf eure Piraten gestoßen. Es ist niedlich, wie sie darum streiten, wer euer Liebling ist. Beryl Thorn. Seid ihr immer noch verärgert wegen Taris? Die meisten Wunden sind geheilt, also nur noch ein wenig. Ich habe erfahren, dass ihr in der Nähe seid und dachte, ich melde mich bei euch, auch wenn ich das wahrscheinlich bereue. Es gibt da eine Gelegenheit. Wie würde es euch gefallen, zusammen mit mir ein Vermögen zu machen? So ein Angebot ist mir schon lange nicht mehr untergekommen. Da bin ich natürlich dabei. Gut. Ich habe nämlich gerade keine Leute. Und für diese Sache sollte man mindestens zu zweit sein. Ach. Kommt auf mein Schiff, dann besprechen wir alles. Beryl Ende. Ja, hier Geld machen, das ist natürlich... Das hat natürlich Vorrang. Wo muss ich denn hin? Ja, wir wollen doch erstmal hier fett Kohle machen. Nehmen wir hier runter gehen, wie es aussieht. Und dann müssen wir mal weitersehen. Wo kommen wir denn am besten dahin? Da ist ein Weg, so ein ganz unauffälliger, wenn ich das richtig sehe. Ja, ich meine, hier irgendwie Revan aufhalten und das Universum retten, das hat Zeit. Da. Man muss seine Prioritäten halt richtig setzen. So, dann wollen wir noch mal hier hingehen. Ja, und das ist das falsche Schiff. Ich muss da hinten hin. So, dann einmal hier. Guten Tag. Captain? Beryl, was habt ihr denn in der Zwischenzeit so angestellt? Das frage ich mir aber auch. Ich habe einen Freibeutervertrag angeboten, wie euch auch. Ach so. Bin ich nicht drauf eingegangen. Das ist nicht mein Ding. Für eine Weile habe ich Kriegsvorräte transportiert. Das heißt, bis der Senat ein Gesetz verabschiedet hat, dass Leute mit krimineller Vergangenheit keine Kriegsvorräte mehr fliegen dürfen. Seitdem war es nicht einfach für mich. Wo ist euer Droide? Argo. Ich habe ihn bei der Flucht von Nar Shaddaa verloren, als die Huttenkartell-Machtkämpfe losgingen. Das ist natürlich schlecht. Schon gesagt, es war nicht einfach. Was ist mit euch? Ich habe Gerüchte gehört, dass ihr viel zu tun hattet. Ja, irgendwie wurde ich zum persönlichen Problemlöser der Kanzlerin und des SID. Nach der Sache mit dem Wolf war ich auf Ilum, Makeb, Tython. Ohne mich wäre die Republik wahrscheinlich schon zerfallen. Ihr seid gut. Das ist natürlich richtig. Ich glaube, euer Ego sollte mal auf die Bremse treten. Wie auch immer, kommen wir zum Geschäftlichen. Habt ihr schon mal von Garblak, dem Hutten, gehört? Da klingelt ganz leise was. Tut es das? Ein ehemaliger Geschäftsmann hat sich vor etwa 10 Jahren auf einen Mond über Hosko zurückgezogen. Eine ziemlich entspannte Einstellung für einen Hutten. Hält sich gerne aus Ärger raus. Jetzt, da das Kartell und die Republik eine Allianz eingegangen sind, hat er Angst, ins Kreuzfeuer zu geraten. Das wäre natürlich nicht gut. Und wie sieht dieser Plan aus? Garblak hat ein luxuriöses Schlachtschiff gebaut. Jetzt hat er vor, den bekannten Raum zu verlassen und auf eine 10-jährige Vergnügungskreuzfahrt zu gehen. Er hofft, dass bei seiner Rückkehr der Krieg vorbei ist. Das hoffe ich natürlich auch. Der Krieg wird immer schlimmer. Und mal angenommen, er ist in 10 Jahren tatsächlich vorbei. Ich glaube nicht, dass Garblak den Ausgang mögen wird. Vielleicht nicht, aber selbst wenn das der Fall ist, ziehe ich es vor, auf einem Luxuskreuzer zu sein. Das Problem ist nur, das ist natürlich richtig. Selbst Garblak kann das Schiff und die nötigen Vorräte nicht aus der Portokasse bezahlen. Darum versteigert er Reiseplätze. Tausende davon.
Also kann jeder, der genug Credits hat, mit ihm vor dem Krieg fliehen? Die Ticketpreise so in etwa wahrscheinlich. Die Plätze sind der Wahnsinn. Die halbe Galaxis hat Interesse, aber nur Superreiche und Verbrecherbosse können sich das leisten. Überlegt doch selbst, Captain. Was wäre es euch wert, die Blaster zur Seite zu legen und auf eine 10-jährige Vergnügungskreuzfahrt zu gehen? Ja, eigentlich gar nicht. Sollte sich lassen und in ein Schiff voller Hutten und feiger Geschäftsbonzen steigen? Nicht ganz mein Stil. Vielleicht. Aber denkt doch in Ruhe drüber nach. Und was ist mit eurer Crew? Würde sie das ähnlich sehen? Und was springt dabei für euch raus, Beryl? Ich habe eine Spur zu 2 Dutzend dieser Tickets, die von Piraten gestohlen und nach Rishi gebracht worden sind. Ich kann sie für das 10-fache des ursprünglichen Werts verkaufen. Wir stehlen die Tickets, teilen uns den Gewinn und können sogar ein paar für uns selbst behalten. Und warum brauche ich euch? Aber aus reiner Neugierde. Was genau hält mich davon ab, mit den Tickets einfach abzuhauen? Entweder euer Ehrgefühl oder die Gier. Ich habe bereits eine Liste mit den Bietern der Ticketauktion. Ach so. So springt mehr für euch heraus. Ich wollte nur fragen. Also, wo sind die Tickets jetzt? Das ist der schwierige Teil. Diese Piraten haben überall Beutelager und wir können unmöglich alle durchsuchen. Nicht? Also darum habe ich ihr Register gehackt. Wenn ihr es so aussehen lasst, als würden die Lager angegriffen und ihr dabei ein paar Sachen in die Luft jagt... Dann schicken sie einen Druiden los, der nachsieht, ob die Tickets in Sicherheit sind. Das ist natürlich richtig. Ich sage euch, wohin der Druide unterwegs ist und ihr schnappt ihm die Tickets weg. Sachen in die Luft jagen, die Druiden beobachten, die Tickets stehlen. Kein Problem. Ihr vergesst den letzten und wichtigsten Teil. Reich werden. Ja, das ist so ein kleines Detail. Dann wollen wir das doch machen. Reich werden, das ist ja meine Spezialität. So. Wo muss ich denn eigentlich hin? Da muss ich hin. Ja, ist Feuer und Flamme, da ist Tickets. Da. Naja, so geht's auch. Dann will ich mir doch mal ein paar Tickets schnappen und damit viel Geld machen. Wo genau sind denn die jetzt? Da ist Feuer und da. Hä? Aber wenn ich da hingehe, ist hier nichts. Ich bin verwirrt. Zeigt mir die Karte das irgendwie nicht richtig an, wie es aussieht. Aber wenn ich hier gucke, da ist dann plötzlich hier ein Missionsbereich. Seltsam. Was soll ich denn eigentlich machen? Sabotiere die Piratenfracht. Das sieht doch wie Piratenfracht aus. Die Piraten sind in Aufruhr, also müsst ihr wohl was bewirkt haben. Aber es gibt noch keine Rückholbefehle. Weiter so. Dann haben wir die Tickets im Handumdrehen. So. Ich weiß ja nicht, wo das Problem von der Beryl genau ist, das zu machen. Also ich habe hier ja... Da hat sich niemand beschwert, dass ich das gemacht habe. Haben wir denn hier irgendwo noch welche? Da hinten sieht es doch nach... Na. Da haben wir doch Fracht. Ah. Wer kennt sie nicht? Die weggeworfene Granate, die dann aber verschwindet, wenn man sich bewegt. Captain, die Piraten haben einem ihrer Frachtdroiden gerade den Befehl zur Sicherstellung erteilt. Ich übermittle euch die Kistennummer und Position. Die Tickets müssen dort sein. Holt sie euch unbedingt vor dem Droiden. Da sind die Tickets. Da
Dann will ich die doch mal holen. Weil wenn es darum geht, dass ich was verdienen kann, dann bin ich natürlich sofort an der Stelle. Wie komme ich denn da hin? Muss ich durchs Haus gehen oder wie ist das? Ich habe 16 Männer ausgeschaltet, um an diese Tickets zu kommen. Ach, das ist mir egal. Nicht euch. Nee, das sehe ich anders. Ich schalte dich jetzt aus. So. Jetzt tue ich es mir aber wirklich. Ja, da haben wir die Tickets geholt. Und dann soll ich jetzt zur Beryl zurückkommen. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte auf die Map. So rum. Ja, dann hätten wir ja auch hier diese kleine Mission leicht gemacht. Das ist doch die Hauptsache. So, Beryl, wo haben wir dich denn? Da haben wir dich irgendwie, bei deinem Schiff. Du hast dich ja die ganze Zeit nicht bewegt, weil ich dir die ganze Arbeit wieder gemacht habe. So. Captain, habt ihr sie bekommen? Ich hab sie. 2 Dutzend Tickets für Garblacks Luxus-Schlachtschiff. Ha! Das ist unser Weg raus. Jetzt müssen wir nicht mehr vor imperialen Kriegsschiffen oder dem republikanischen Zoll fliehen. Hey, Moment! Verdammt! Sagt mir nicht, dass die Dinger gefälscht sind. Oh, sie sind echt. Aber sie gelten nur Deck 7. Ausschließlich nicht Humanoide und Ammoniakatmer. Wir können sie immer noch verkaufen, kein Problem. Aber wir selbst kommen damit nirgendwo hin. Ach, das ist mir eh egal. Ich hatte sowieso vor, mein Ticket zu verkaufen. Kein großer Verlust. Natürlich macht euch das nichts aus. Wie viele Vermögen habt ihr schon verdient und ausgegeben? Hättet ihr euch zur Ruhe setzen wollen, hättet ihr das schon längst getan. Ja, ist so richtig. Tut mir leid, erklärt mir nur eines. Warum seid ihr immer noch hier? Warum kämpft ihr weiter? Soll ich ehrlich sein? Mir gefällt das Kämpfen. Ich mag es, Dinge zu tun und zu sehen, die noch niemand getan oder gesehen hat. Und ich mag es, nicht zu wissen, ob ich den Tag überstehe. Das ist sicher nichts für jeden, aber ich würde es nicht aufgeben wollen. Das stimmt wohl. Mit anderen Worten, ihr seid verrückt. Man hat mich schon Schlimmeres genannt. Danke, dass ihr ehrlich zu mir seid. Naja, das Geld wird uns nie im Stich lassen. Das können wir uns für das nächste Ding merken. Ja, kommen wir zum Geschäft. Zu diesen Tickets. Ich halte mein Versprechen und ihr erhaltet euren Anteil. Da draußen gibt es genug reiche Hutten und Arkonier. Schade ist nur, dass die Leute, die sich die Tickets leisten können, sie eigentlich gar nicht brauchen. Die haben bereits ihre Banden oder Armeen, die sie beschützen. Naja. Ihr habt recht. Was macht wohl ein Verbrecherboss, der den bekannten Raum verlässt mit all seinen Schlägern? Ich brauche kein Geld. Richtet euren Interessenten aus, dass ich im Tausch für die Tickets die Dienste ihrer Leute will. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Wenn Sie das Problem haben sollten, spreche ich mit Ihnen. Das werdet ihr sicher. Gut, meinetwegen.
Ich sollte Rishi verlassen, bevor mich die Piraten aufspüren. Wenn ich hier sozusagen der Piratenkönig wieder... Ja, das tue ich. Wir sehen uns, Beryl Thorn. Passt auf euch auf, Captain. Ihr könnt jetzt wieder die Galaxis retten. Für all diejenigen von uns, die hier feststecken.